So, ab Seite 5 findet ihr dann Gedanken zum Text. Das ist das, was ich euch vorhin schon angekündigt habe. Ihr habt den Text, das ist der Text, den ich durchgehen werde. Ganz selten findet ihr mal eine eigene Übersetzung mittendrin. Ich möchte keine Übersetzung madig machen, will ich einmal vorneweg sagen. Also immer wenn ich sowas sage wie, das müsste aber eigentlich so heißen oder das würde man besser so übersetzen, dann heißt das nicht, ich finde die Übersetzer von irgendeiner Bibel, Elberfelder, Luther, Schlachter, möchte nicht sagen, die wussten nicht, was sie tun, aber es passiert halt trotzdem, wenn man sich im Detail mit etwas beschäftigt, ab und an mal, dass man sagt, ja, hier wäre dann doch irgendwo, man hätte es einen Tick günstiger ausdrücken können und da erlaube ich mir dann auch mal eine eigene Übersetzung dazu zu machen. Passiert aber so gut wie nie im Philipperbrief, aber was jetzt gleich am Anfang passieren wird, sage ich das einmal vorneweg. Wir haben in Deutschland echt den Vorteil, mit super vielen, super guten Übersetzungen arbeiten zu können und da fallen diese kleinen Ergänzungen echt nicht ins Gewicht. Ist meine Meinung. So, wir fangen mal an mit dem Text. Philipperbrief, Kapitel 1, der Gruß, die ersten beiden Verse. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Paulus und Timotheus. Ich will was sagen zu dem Namen Paulus. Paulus hat ja einen Doppelnamen. Er hat einen jüdischen Namen, der abgeleitet ist vom König Saul, Saulus. Die Formulierung vom Saulus zum Paulus, die ausdrücken soll, dass er vorher ein Verfolger der Christen war und dann irgendwie so ein Lamm geworden ist, was jetzt für die Christen arbeitet. Das ist zwar ein Spruch vom Saulus zum Paulus, aber der ist eigentlich nichts wert, weil Paulus die ganze Zeit beide Namen hatte. In der Apostelgeschichte heißt es dann am Anfang immer Saulus, weil sich Paulus am Anfang in Jerusalem aufhält, in einer jüdischen Umgebung und da natürlich seinen jüdischen Namen benutzt, Saulus. Aber dieser Jude, Saulus, hatte einen Zweitnamen und der war Paulus. Der Kleine. Vielleicht bot sich das bei ihm an, weil er ein bisschen kleiner war. Vielleicht, und das ist eher anzunehmen, hat er diesen zweiten Namen auch nur deshalb angenommen, weil es damals eine Sitte gab. Und die Sitte war die, dass Juden anstelle ihres hebräischen oder aramäischen Namens ähnlich klingende Namen angenommen haben, wenn sie sich ins griechisch-römische Umfeld begeben haben. Also ein Beispiel, wo wir das auch gut sehen, ist Silas. Wie heißt Silas sonst noch? Silvanus, richtig. Also Silas hat das Problem, wenn er mit seinem Namen kommt, den kann man nicht gut aussprechen. Also das habe ich übrigens auch, wenn ich nach Amerika gehe. Also Jürgen ist für einen durchschnittlichen Amerikaner Strafe. Das wird irgendwie ein Jürgen. Irgendwas in der Richtung. Also das ist unglaublich. Und ich würde wahrscheinlich den Ursprung meines Namens, Jürgen kommt von Georg, ich würde wahrscheinlich in meinem amerikanischen Umfeld mir den George zulegen. Weil der George ist schon ziemlich dicht am Jürgen dran und dann kann man es wenigstens aussprechen. Und diese Regel oder diese Sitte, ich habe einen Namen, der lässt sich eigentlich kaum merken und kaum aussprechen. Und den ersetze ich durch einen ähnlich klingenden Namen, den ich dann in dem anderen Umfeld verwende. Das war halt im ersten Jahrhundert auch so. Und so wird aus einem Saulus ein Paulus. Ihr merkt ja, das klingt so ähnlich. Das kann man sich gut merken. Und auch Saulus merkt dann, ach, jetzt bin ich gemeint. Silas, Silvanus, deswegen der Paulus hier. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Ich möchte was sagen zu diesem Wort Knecht. Oder besser noch zu dem Begriff Sklave. Das ist dasselbe Wort. Ein
Ein Knecht des Herrn ist in der Bibel eine Bezeichnung für jemanden, der von Gott in einen besonderen Dienst eingesetzt wird. Also, wenn ihr mal durchgeht im Alten Testament, wer wird alles Knecht des Herrn genannt? Ja, dann sind das echt so die Top-Leute. Ein Mose zum Beispiel oder ein Josua oder ein David. Also Leute, die Instrumente sind in der Hand Gottes zur Rettung, die werden sehr oft als Knechte des Herrn bezeichnet. Jetzt haben wir es hier aber mit Leuten zu tun, die diesen alttestamentlichen Hintergrund gar nicht haben. Wir hatten ja gesagt, Philippi, keine jüdische Synagoge, also die Leute, die zum Glauben kommen, die waren nicht so sattelfest im Alten Testament. Deswegen dürfen wir hier, wenn wir das Wort Knecht Christi Jesu, Knecht, Sklave hören, an zwei andere Dinge denken, die Paulus eher gedacht haben mag. Zum einen, wenn Paulus sich als ein Sklave bezeichnet, dann ist der Begriff ein starker Begriff dafür, dass ich mein Leben komplett diesem Herrn unterwerfe. Ich lebe für einen anderen. Ich habe das Besitzrecht an meinem Leben abgetreten. Ich habe mich erlösen lassen. Und das Wort Erlösung ist das gleiche Wort, was auch freikaufen bedeutet. Jemand anders hat für mich bezahlt. Der Schuldschein, der gegen mich ausgestellt war, ist eingelöst worden am Kreuz. Und Jesus hat mit seinem Blut für mich bezahlt. Und ich gehöre jetzt ihm. Und es gibt noch eine Bedeutung, die mit dieser Idee immer mitschwingt. 1. Korinther Kapitel 7 sagt Paulus, werdet nicht Sklaven von Menschen. Und man könnte im ersten Moment meinen, das ist ja eine ganz komische Aufforderung, wer sollte sich selber verkaufen an einen anderen? Naja, viele, die ein bisschen Grips hatten, haben das in bestimmten Situationen getan. In einer Stadt wie Rom gab es etwa ein Drittel der Stadtbevölkerung, ein Drittel. Wir haben ungefähr 1 Million Leute, die in Rom wohnten, davon ein Drittel, das sind über 300.000 Leute, waren Sklaven. Und in der sozialen Schichtung der Gesellschaft, da war der Sklave nicht ganz da unten. Das haben wir so im Kopf, weil wir sind, wenn wir Bilder von Sklaverei gesehen haben, dann haben wir die Sklaverei in Nordamerika auf den Baumwollenplantagen im Kopf. Ja klar, ja, da war das Vieh irgendwo da unten. Und wer mal so eine Serie wie Roots oder entweder gesehen oder gelesen hat, die dazugehörigen Bücher, das ist furchtbar, oder Onkel Toms Hütte. Ja, da merkt man Sklaven ganz da unten. Das ist nicht Antike. In der Antike stehst du immer in einem Beziehungsgeflecht. Und dein Beziehungsgeflecht, die Leute, die du kennst, bestimmen über deinen Stand innerhalb der Gesellschaft. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn du aufsteigen wolltest in der Gesellschaft, dann war es ein Vorteil, zum Beispiel ein Sklave am Kaiserhof zu sein. Ein Sklave am Hof des Kaisers galt innerhalb der Gesellschaft im sozialen Umfeld mehr als ein Freier, der, ich sag's mal, so ein einfacher Handwerker war und irgendwie seinen Lebensunterhalt verdient hat. Der stand unten drunter. So konnte es, wenn man aufsteigen wollte, vorteilhaft sein, sich als Sklave irgendwo in einem Haushalt hineinzubegeben und dann an der Ehre, an dem Ansehen, an dem Einfluss des Hausherrn teilzuhaben. Und natürlich war das auch ein Punkt, dass man gesagt hat, dann ist ja auch eine Frage der Sicherheit. Ja, so der Handwerker, der immer seine Aufträge haben muss, vielleicht auch nicht weiß, was ist, wenn er krank wird. Ja, so ein Sklave hatte da weniger Probleme. Ja, da gab es Essen, Trinken, Kleidung, Unterkunft, war erstmal alles gestellt. Und wenn du einen vernünftigen Herrn hattest, dann lief das auch. Es gab natürlich auch die andere Seite, wo es total brutal zuging und zu übel war. Es gab auch Sklaverei auf Galeeren und ähnliches. Logisch. Aber in einer Stadt wie Rom oder hier in Philippi schwingt bei dem Wort Sklave immer auch mit, dass meine Stellung als Sklave abhängig ist, mein Wert abhängig ist von dem Herrn, zu dem ich gehöre. Und so haben wir zwei Dinge. Zum einen, der Sklave Jesu Christi oder der Knecht Christi Jesu ist auf der einen Seite der sein Leben ganz gibt.
Und auf der anderen Seite der, den er sagt, ich gehöre zum König des Universums. Ich diene dem Allerhöchsten. Wenn es um die Frage meines Wertes und meiner Stellung geht, spielt die Tatsache, dass ich Sklave bin, eine ganz untergeordnete Rolle. Weil ich gehöre quasi zum Kaiserhof, zum obersten Königshof des Kosmos. Ein Knecht Christi Jesu. Allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Dieses kleine Wörtchen in wird euch in der Bibel oft begegnen. In Christus. Dahinter steckt ein Denken, was wir im Deutschen in unserer Sprache kaum transportieren können. Mit in wird ein Bereich beschrieben. In Christus sein heißt, ich nehme Jesus mal wie diesen Saal. Wenn Jesus dieser Saal wäre und ich bin in Christus, dann trete ich in diesen Saal ein. Ich nehme teil an dem Bereich, den Jesus bildet. Und jetzt müssen wir diesen Gedanken, der in dem Wörtchen in drin steckt, ich gehöre zu einem Raum, den müssen wir jetzt übertragen auf eine Person. Ich gehöre, wenn ich in Christus bin, zu einer Person. In Christus sein bedeutet, ich nehme teil an seinem Leben. Ich bin in einer Beziehung zu ihm. Der Christus und ich, wir bilden eine lebendige Einheit, eine Zweierschaft. Und das, was Jesus erreicht hat, das gilt irgendwie mir. Und das, was Jesus einmal kriegen wird, da werde ich mit dabei sein. Und da, wo Jesus heute etwas, was macht und ist, da mache ich das auch und da bin ich das auch. Wenn er hier schreibt, allen Heiligen in Christus Jesus, dann möchte er damit zum Ausdruck bringen, dass es überhaupt nur Heilige gibt, die in Christus sind, die Anteil haben am Auferstehungsleben Jesu Christi. In Christus, Gemeinschaft mit Christus. Wenn ihr euch das merkt, dann könnt ihr den Begriff ein bisschen füllen und er ist nicht ganz so fremd. Er schreibt allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, zwei Gruppen in der Gemeinde. Das eine, wir würden sagen, die Ältesten, die Aufseher, die Gemeindevorsteher. Das andere, die Diener. Vielleicht die eher so den praktischen Teil machen. Und dann kommt ein Wunsch. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. An der Stelle kommt in einem antiken Brief immer der Gruß. Und das, was Paulus hier schreibt, ist eine leicht modifizierte Form des Grußes, den man halt an der Stelle verwendet. Die ist ein bisschen, christlich gemacht worden. Was mich dabei interessiert hat, als ich das gelesen habe, ist, was meint er eigentlich? Also ich schreibe unter meine Mails gerne drunter, alles Liebe und Gottes Segen. Ich finde das eine schöne Formel. Ich meine das auch so. Ich wünsche dir alles Liebe und ich wünsche dir Gottes Segen. Aber was meint Paulus, wenn er hier sagt, Gnade euch und Friede? Vor allem, was meint er vor dem Hintergrund, dass sie doch Gnade und Frieden schon haben? Also er schreibt ja an die Heiligen. Es ist ja nicht so, dass er sagt, ich wünsche dir Gnade, bekehr dich doch bitte. Sondern da sind Leute, die sind Begnadigte, die haben das Evangelium verstanden, geglaubt, den Herrn angerufen und sind gerettet worden. Und jetzt schreibt er, ich wünsche dir Gnade. Und denkst dir, habe ich doch. Und ich wünsche dir Frieden. Und wir denken vielleicht sofort an Römer 5, Vers 1. Da wir nun Frieden haben mit Gott. Denk mir, habe ich doch schon. Die Lösung ist die, wir können diese Begriffe Gnade und Friede sehr statisch verstehen. Im Jahr 1987, irgendwann im Mai, habe ich Gnade von Gott empfangen und habe mich bekehrt. Bumm. Und ich habe Frieden bekommen gleich noch dazu. Bumm. Das ist ein statisches Denken. Und das habe ich jetzt so, wie ein Pickel, und dann werde ich das auch nicht mehr los.
Aber das ist nicht das Denken der Bibel. Wenn die Bibel sagt, ich wünsche dir Gnade und Frieden, dann ist natürlich dieser Startpunkt immer im Blick. Ich wünsche dir, dass Gnade als Prinzip erstmal in dein Leben einkehrt. Und ich wünsche dir, dass du ganz grundsätzlich aus diesem Status des Rebellen raus in den Status des geliebten Kindes kommst. Aber jetzt bitteschön, wenn du mit Gott lebst, sag mal, was hat denn heute noch Gnade und Friede in deinem Leben, also heute an diesem Tag, für eine Bedeutung? Und dahinter steckt die Idee, dass Gnade, übersetzt unverdiente Gunst, mehr ist als Begnadigung. Sondern, dass Gnade eine Macht ist, die herrscht. Dass Gnade ein Konzept ist, was mein Leben durchdringen will. Dass ich heute Morgen eigentlich aufwache und heute Abend ins Bett gehe und dazwischen, was ich so richtig mitkriege, ich ein Leben aus und in der Gnade führe. Die Bibel kann über die Gnade so reden, dass sie sagt, sie beherrscht mein Leben. Es ist eine Macht, die mein Leben beherrscht. Ich begreife, dass ich ein Begnadigter bin. Ich begreife, dass ich Gnade gebraucht habe und ich möchte als einer leben, der jetzt auf diese Gnade reagiert. Weißt du, wenn Gott mich begnadigt hat für meine Sünden, dann ist die Folge davon erstens, dass ich den Blödsinn nicht mehr tun will, von dem ich begnadigt worden bin, weil ich bin ja froh, dass er weg ist. Und zweitens, dass wenn Gott mich so begnadigt, ich auch mit anderen gnädig umgehe. Logisch, weil wenn Gott mich lieb hat, dann ist ja das Kleinste, dass ich auch anfange, andere lieb zu haben. Und dieses Konzept, das ist was ganz Dynamisches. Ich verstehe immer mehr, was es heißt, dass Gnade mir zuteil wurde. Und ich verstehe immer mehr, was es heißt, Gnade zu leben, mit anderen gnädig umzugehen. Und jetzt merkt ihr eins, das ist nicht statisch, das ist nicht der Pickel, sondern das ist dynamisch, das ist Leben. Das ist etwas, wo man drüber nachdenken muss, wo man reinwächst, wo man sagt, ja, ich verstehe heute besser, tatsächlich besser, was es heißt, begnadigt zu sein. Und es gibt sogar im ersten Petrusbrief eine zukünftige Gnade, die uns gebracht wird. Also eine Gnade, die wir noch kriegen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Wir sind nämlich immer noch Schweine. Begnadigte Schweine, aber Schweine. Und deswegen, wenn wir am Ende ankommen, dann kommt der Herr Jesus und bringt erstmal Gnade mit. Warum? Weil wir sie brauchen. Und das muss ich verstehen. Das muss ich zutiefst verstehen, wer ich bin und wie ich abhängig bin von dieser Gnade. Damit ich klein von mir denke, damit ich nicht denke, boah, ich bin doch einfach ein feiner Kerl. Ja, ich gehöre doch eigentlich schon fast in den Himmel. Sondern dass ich klein von mir denke und begreife, wer ich bin und mit anderen gnädig umgehen kann, weil ich täglich aus dieser Gnade lebe. Das ist, wenn ich dir Gnade wünsche oder wenn Paulus Gnade wünscht, dann sagt er, dieses Denken, dieses Verstehen, aus dem dann Dinge herauskommen, im Titus 2 heißt es, dass die Gnade uns erzieht, zu einem Lebensstil, der Sünde rausschmeißt. Ja, warum denn? Je mehr ich begreife, was es heißt, dass Gott mich begnadigt, umso mehr möchte ich nie wieder was mit der Sünde zu tun haben. Die Gnade erzieht wirklich. Sie motiviert mich aber auch zu einem anderen Lebensstil. Sie hilft mir. Erst Römer 7, wir sind dem Gesetz gestorben. Also die Motivation in unserem Leben ist nicht das Gesetz. Die Angst davor, bestraft zu werden. Die Angst davor, dass Gott mit so einem richtigen Knüppel wie er im Himmel steht und sagt, baff, wieder eine drauf. Das ist doch nicht die Motivation in unserem Leben. Die Motivation ist, dass ich einen Vater im Himmel habe, der mich liebt. Und dass ich aus diesem völligen Überwältigtsein von der Gnade, die er mir geschenkt hat, heraus bereit bin, jetzt ein anderes Leben zu leben. Das ist die Idee, die hinter dem Begriff steht. Und wenn wir das begreifen, dann wird sich in unserem Leben was ändern. Und das Gleiche, dieses gleiche Dynamische gilt auch für Frieden. Ja, ich habe natürlich Frieden mit Gott. Ich stehe nicht mehr mit ihm im Krieg. Ich bin nicht mehr der Guerillakämpfer, der versucht, Gottes Leben schwer zu machen. Nein, ich bin ein Kind Gottes. Ich liebe meinen Vater. Ich sage, Abba, Papi, das ist das, darum geht's. Aber dieser Friede,
Das ist doch auch so ein, das ist auch so eine Durchlauferhitzer-Theologie. Ja, also Gnade kriege ich und gebe sie weiter. Frieden kriege ich wie so ein Durchlauferhitzer und gebe ihn weiter. Ich muss doch lernen, in diesem Frieden zu leben. Ich muss doch selber erstmal begreifen, was das heißt, einer zu sein, der Frieden spendet. Was es überhaupt heißt, Frieden zu leben. Vielleicht auch um des Friedens willen mal auf eigene Rechte zu verzichten, weil das Reich Gottes eben nun mal nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das muss doch gelebt werden, das muss doch gefüllt werden. Und ihr merkt mit einem Mal, wenn ich anfange darüber nachzudenken, wo stehe ich da eigentlich bei diesen Konzepten, dann lohnt es sich, einander Gnade und Friede zu wünschen. Weil das ist etwas, wo wir wachsen können. Du kannst ein gnädigerer Mensch werden, ein friedvollerer Mensch werden. Du kannst mehr verstehen, was das bedeutet, begnadigt zu sein und was es bedeutet, Frieden mit Gott zu haben. Und das wünscht Paulus seinen Philippern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann kommt dieser erste Punkt, dieses Dank und freudige Fürbitte, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Und er beginnt in den ersten Versen, ersten vier Verse, so eine Begeisterung aus vollem Herzen. Ich danke in Vers 3 meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Und jetzt merkt ihr, da habe ich die Übersetzung ein klein bisschen verändert. Ich werde euch jetzt nicht sagen, warum ich das getan habe, nur dass ich es getan habe. Wann immer euch sowas interessiert, fragt mich danach, dann zeige ich euch genau, was da im Text steht und warum ich das jetzt lieber übersetzen möchte mit: Ich danke meinem Gott wegen jeder eurer Erinnerungen, sprich wegen jeder eurer Gaben. Ich will mal damit anfangen zu sagen, dass Paulus einer ist, der dankt. Und das ist nicht so selbstverständlich, glaube ich, wie man das so vielleicht auf den ersten Blick hören mag. Paulus betet, er betet viel. Er wird unten sagen, dass er alle Zeit in jedem meiner Gebete, ich danke meinem Gott, wegen jeder eurer Erinnerungen, alle Zeit in jedem meiner Gebete. Paulus hat Gebetszeiten und immer wenn er betet, denkt er an die Philipper. Und wenn er an die Philipper denkt, dann dankt er für sie. Ich danke meinem Gott. Und wenn ich das so lese, dann stelle ich mir schon die Frage, wie ist das in meinem Leben? Und ich möchte euch diese Frage einfach weitergeben. Paulus hat hier mit Leuten zu tun. Und wenn wir mal schauen, wofür er dankt, dann sind es drei Sachen. Zum einen in Vers 3 für die Gaben. Dann kommt dazu in Vers 5 wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Dieses Wort Teilnahme hat eine Bedeutung, innige Gemeinschaft, sind wirklich voll dabei. Die Philipper sind mehr als Mitläufer, wenn man sie so ein bisschen charakterisiert, sie spenden Geld. Sie leiden fürs Evangelium. Sie beten für Paulus, sind echt treue Leute. Und Paulus sagt, ich danke für eure Gaben. Ich danke dafür, dass ihr Partner seid am Evangelium. Also Partner, die Teilnahme am Evangelium meint Teilnahme an der Verbreitung des Evangeliums, dass ihr euch da wirklich reinkniet. Und der dritte Punkt, für den er dankbar ist, in Vers 6, ist der, dass er sagt, ich bin dankbar, weil ich weiß, dass Gott sein Werk in euch zum Abschluss bringen wird. Also diese Dinge zu sehen im Leben eines Menschen und zu sagen, hey, ich danke für euch. So diese ganz grundsätzliche Haltung. Man könnte ja auch bei den Philippern auf die Probleme schauen. Und das macht er irgendwie nicht. Und ich habe selber festgestellt, es ist eine schöne Sache, wenn man sich das angewöhnt, für Geschwister zu danken. Also auch für die, wo du sagst, da fällt mir aber doch sofort ein, was ich schwierig finde. Ja, auch Paulus, wenn du ihn gefragt hättest, gibt es irgendwas, was du bei den Philippern schwierig findest? Ja, hätte auch einiges gefunden, schreibt er ja auch noch.
Und trotzdem, er beginnt damit, hey, ich danke für euch alle. Ja, also, ich bin an der Stelle, ich stehe da zu euch. Und ich würde gerne wissen, wie wir drauf sind. Ob wir das auch machen. Ob wir, wenn wir jetzt, ich hoffe einfach mal, oder ich möchte euch ermutigen, wenn ihr betet, für die Geschwister in der Gemeinde, für alle zu beten, ich möchte wirklich euch ermutigen, es ist gut, wenn ihr zu groß seid, dann für die, die ihr kennt. Aber dass ihr wirklich auch für Geschwister betet. Ihr erinnert euch an das Bild mit der Phalanx. Ja, wir stehen nebeneinander. Paulus sagt in Epheser 6, wo es um die geistliche Waffenrüstung geht, am Ende betet. Das gehört noch mit dazu. Ja, unser Gebet schützt den Bruder, hilft dem Bruder wieder auf, wenn er gefallen ist, bewahrt ihn. Und jetzt ist die Frage, wenn ich so bete für Leute, geht es uns nicht oft so, dass wir sagen, naja, fangen wir mal mit den Problemen an. Und Paulus fängt mit dem Dank an. Und ich denke, da können wir viel von lernen. Ich glaube, dass Einheit sehr damit zu tun hat, dass wir es lernen, füreinander zu danken. Nochmal, Einheit hat viel damit zu tun, dass wir es lernen, füreinander dankbar zu sein. Wenn ich eine halbe Stunde damit zubringe, für jemanden zu danken, dann fällt es mir schon viel schwerer, schlecht über ihn zu reden und schlecht über ihn zu denken. Das ist einfach so. Und wir haben gerade so ein bisschen, oh, so unsere Not da, mit der, ja, so dieser etwas wilde Haufen in Spandau. Und ich denke mir, bah, wie kriege ich die zusammen? Ja, viele Junggläubige, ja, knirscht und krabbelt so ein bisschen. Und ich denke mir, hier ist so ein Ansatz, ja. Wenn wir das lernen, füreinander zu danken. Ja, aber der hat das und das gemacht. Ja, das stimmt ja, dass er das gemacht hat. Aber fang doch erstmal an, Danke zu sagen für das, was er Gutes getan hat. Könnte eine Hilfe sein. Für Paulus war es natürlich leicht, weil er sagt, ich habe ja ganz konkrete Sachen, die mir sofort einfallen, wenn ich über die Geschwister nachdenke. Aber weißt du was? Die meisten Leute, die du in deiner Gemeinde hast, wenn du ein bisschen über sie nachdenkst, du findest sofort Sachen, die in ihrem Leben dankenswert sind. Also, ich danke für die Gaben. Ich danke, dass ihr euch einbringt. Ja, ich bete für euch alle mit Freuden. Schön, ne? Du hast eine Gemeinde, wo so Haarrisse drin sind, die vielleicht in der Gefahr steht, so ein bisschen auseinanderzubrechen. Und Paulus sagt, in meinem Herzen seid ihr alle drin. Ich mag euch alle. Und das sollt ihr wissen. Ich bete für euch alle. Mit Freuden. Es fällt mir gar nicht schwer. Und es fällt mir auch dann nicht schwer, wenn ich im Gefängnis sitze. Also die Lebensumstände entscheiden nicht über die Freude in meinem Leben. Und ich bin, Vers 6, in guter Zuversicht, das bedeutet so viel wie, ich habe überhaupt keine Zweifel, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Ich weiß nicht, wann wir das mal jemandem so gesagt haben. Du, ich bin guter Zuversicht, dass das, was in dir angefangen hat, zu Ende geführt wird. Wir dürfen uns das zusprechen. Wisst ihr warum? Weil geistliches Wachstum ist nicht nur eine Anhäufung von Wissen und Fertigkeiten. Geistliches Wachstum ist nicht nur zu einer Gemeinde Bibelwoche kommen und sich den Philipperbrief anhören und das nicht vergessen. Sondern geistliches Wachstum hat über Lehre und Studium und das Aneignen von praktischen Fertigkeiten hinaus damit zu tun, dass Gott selbst durch seinen Geist an mir handelt. Und da, wo Gott angefangen hat, da dürfen wir sicher sein, dass Gott zum Ende bringt. Er wird es vollenden, zu einem guten Ende oder Ziel bringen, könnte man das auch übersetzen, bis auf den Tag Christi Jesu. Es gibt diesen Tag Christi Jesu, den Tag, wenn wir Jesus begegnen, wenn Jesus wiederkommt. Es ist der Tag der Vervollkommnung, dann, wenn wir von Jesus zu den letzten Rest an Halbheit und Unvollkommenheit weggenommen bekommen. Und wir können sicher sein, dass Gott keine halben Sachen macht. Wenn Gott anfängt in einem Leben, wenn Gott Wohnung in einem Menschen bezieht durch den Heiligen Geist, weil dieser Mensch wirklich glaubt und das ein echter lebensspendender Glaube ist, der eine echte, intakte Beziehung zu Gott schafft. Wenn ich weiß in meinem Inneren, ich habe
ewiges Leben, ich bin ein Kind Gottes, dann darf ich mich auch einfach mal entspannt zurücklehnen. Ich darf auch mal sagen, okay, das wird jetzt vielleicht nicht leicht. Und ich werde auch nicht immer alles richtig machen. Aber wenn es um die Frage geht, komme ich am Ziel an? Wer ist letztendlich der Garant dafür, dass ich so auf dem Weg dazwischen nicht irgendwie weggeschossen werde? Dann sagt Paulus, dieser Garant, der ist in letzter Konsequenz nicht der Mensch, nicht dein Anstrengen, nicht dein Tun, sondern in allerletzter Konsequenz ist es Gott derjenige, der in uns etwas angefangen hat und es vollenden wird. Und natürlich werden wir gerade im Philipperbrief auf eine Spannung stoßen. Die Spannung, die dann in Kapitel 2 in einem ganz kurzen Abschnitt zusammengefasst ist, wo es dann heißt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Philipper 2, Vers 12 am Ende und 13. Wo man merkt, dieses bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Na was denn jetzt? Muss ich jetzt was tun oder macht es Gott jetzt? Das ist diese Spannung, in der wir drinstehen. Dass Gott sagt, gib Gas, schaff was. Und wir geben Gas und wir schaffen was, aber eigentlich nur, weil wir Gott in uns haben. Also wir geben eigentlich Gas, weil Gott in uns ist. Sonst könnten wir gar kein Gas geben. Gott ist in uns, er wirkt, aber er sagt, ich möchte nicht einfach nur wirken an dir vorbei. Ich möchte nicht wie so ein Tyrann über deinen Kopf befehlen und sagen, so jetzt mach das mal so und du willst das gar nicht, sondern ich wirke in dir in dem Moment, wo du es zulässt. Das ist wie, wenn ihr euch einen Staudamm vorstellt, mit einem unglaublich riesigen Reservoir an Wasser dahinter, mit Druck und mit Energie bis zum Abwinken. Und jetzt sind wir da und sagen, okay, wir müssen den Schieber schon hochmachen, damit da was passiert. Und solange wir den Schieber unten lassen, gibt's auch keinen Strom, laufen die Turbinen nicht. Und Gott sagt, mach den Schieber hoch, damit ich da durchströmen kann, durch dein Leben und in deinem Leben die Veränderungen bewirken kann, die dran sind. Ich möchte durch dich hindurch wirken. Und dann entsteht dieses Zusammenspiel, dieses Doppelspiel. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der wirkt. Und wir werden auf den Text noch genauer eingehen. Hier schon mal die Seite, die vielleicht für Kinder Gottes die entscheidende ist. Und wo wir lernen müssen, uns aneinander zu freuen. Weil in dem, den ich nicht ausstehen kann und der mir mit seiner komischen Art ständig auf die Füße tritt und wo ich mir denke, bah, wenn der nicht in der Gemeinde wäre, wäre es viel einfacher. Das ist der, in dem Gott wirkt und den Gott vollenden wird und den du im Himmel nicht mehr wiedererkennen wirst und mit dem du eine Ewigkeit zusammenleben wirst. Insofern fang hier auf der Erde an, für ihn zu danken und diese Einheit zu bilden, die Gott vorgesehen hat. Und Paulus sagt, in Vers 7, jetzt kommen wir zu der Sehnsucht, eben waren wir beim Thema Begeisterung, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6, jetzt die nächsten beiden Verse, die Sehnsucht des Apostels. So ist es für mich recht, oder ja, wirklich, es ist für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke. Also wahrscheinlich hat er schon gemerkt, ja, man liest den Brief in der Gemeinde vor und dann denkt er sich schon, naja, da gibt es jetzt wieder ein paar, die denken an jemand anders, naja, im Blick auf den gilt das aber nicht. Und Paulus sagt, doch, diese Einschätzung, diese Dankbarkeit, die ich für euch alle habe, die gilt auch für alle. Warum? Vers 7, weil ihr mich im Herzen habt. Oder man könnte das auch übersetzen, weil ich euch im Herzen habe. Das Griechische ist leider in solchen kurzen Sätzen nicht immer ganz exakt, geht beides. Ist auch beides richtig zu übersetzen. Wenn wir es mal stehen lassen mit, weil ihr mich im Herzen habt, dann möchte Paulus zum Ausdruck bringen, dass hier an der Stelle er um die innere Verbundenheit weiß, die zwischen allen Philippern und ihm besteht. Und mehr noch, er sagt, nicht nur, weil ihr mich im Herzen habt,
sondern auch noch und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Ich muss das erklären. Paulus sagt, sie sind Mitteilhaber der Gnade. Gnade, es geht hier um die Erfahrung. Die Erfahrung, ich darf den Weg Christi gehen. Es ist ein Weg in meinen Fesseln. Ein Weg, der mit Leid verbunden ist. Ich darf Nähe Christi erleben. Ich darf Nachfolge erleben. Und Paulus weiß, dass die Philipper an der Stelle genau das Gleiche erleben wie er auch. Weil ihr sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Wir sind viel enger beieinander, möchte Paulus sagen, als ihr euch das vielleicht vorstellt. Ich weiß, dass ihr auf diesem Weg der Nachfolge mit mir unterwegs seid. Und ihr habt euch da, wo ich in Fesseln, das heißt im Gefängnis war, ihr habt euch nicht abbringen lassen davon, mit mir unterwegs zu sein. Ihr habt an mir festgehalten, bis dahin, dass ihr zum Schluss den Epaphroditus geschickt habt und dafür gesorgt habt, dass ich einfach Geld bekommen habe, dass ich leben kann. Ihr wart mit mir da dran. Und mehr noch, ihr wart in der Verteidigung des Evangeliums mit mir eins. Von diesem Wort Verteidigung, Apologia, da haben wir das Fremdwort Apologetik. Apologetik ist die Lehre von der Verteidigung des christlichen Glaubens. Also wenn jemand ein apologetisches Gespräch führt, dann ist das so ein Streitgespräch, wo man seinen Glauben verteidigt oder erklärt und Argumente bringt für den Glauben. Und die Philipper hier, das sind Leute, wo Paulus sagen kann, an der Stelle, wenn es darum ging, den Glauben zu verteidigen, sich einzusetzen fürs Evangelium, ja, irgendwo auf dem Marktplatz zu stehen und zu sagen, so, jetzt predigen wir mal. Und wenn dann die Heiden kommen und sagen, boah, kann man doch nicht machen, dann standen die da und haben den Glauben erklärt. Da wart ihr mit dabei. Und mehr noch, nicht nur in der Verteidigung, auch in der Bekräftigung des Evangeliums. Das ist ein ganz merkwürdiger Begriff. Bekräftigung bedeutet so viel auch wie Bürgschaft und Bestätigung. Bürgschaft und Bestätigung. Was meint er an der Stelle? Woran können Leute sehen, dass das Evangelium wahr ist? Das eine ist die Apologetik. Ich setze mich mit jemandem hin. Er stellt mir Fragen zu meinem Glauben. Ich gebe ihm Antworten. Er bringt Einwände, ich verteidige sie. Also, ich kann nicht glauben, dass Gott existiert, weil in der Welt gibt es so viel Leid. Klassische Frage, ja, wie kann das sein, dass du an Gott glaubst, während in Afrika die kleinen Kinder verhungern? Das ist eine berechtigte Frage. So, jetzt antwortet man darauf und erklärt, wie man das denkt und wie die Dinge zusammenhängen und versucht verständlich zu machen, warum man das trotzdem glaubt. Das ist Apologetik. Wisst ihr was? Apologetik überzeugt ganz selten Leute vom Evangelium. Ich weiß noch, wann genau das war, aber wir haben im Jahr 96, Ende 96 haben wir einen evangelistischen Hauskreis gegründet. Und dann kam Anfang 97 ein junger Mann dazu, der sich dann auch bekehrt hat, ein halbes Jahr später, und dann von seinen ersten Eindrücken erzählt hat. Was so der erste Eindruck, den er hatte, als er reinkam. Ja, müsst ihr euch vorstellen, du schlenderst nichtsahnend durch ein Einkaufszentrum und da laufen so verbotenerweise zwei Blondinen rum und verteilen Traktate für den Hauskreis. Und du nimmst halt so ein Ding und denkst dir, Einladung zum Bibelgesprächskreis, was ist denn das? Hast gerade Erfahrungen größerer Art mit den Scientologen hinter dir, bist eigentlich eher dabei zu sagen, also mit diesem ganzen religiösen Zeugs möchte ich eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Aber der eine Flyer, gibt's dem noch mal eine Chance. Einmal noch.
und kommst dann an mit dem Auto, Wohnblock. Gehst also durch die Hochhäuser, ja, und suchst dann so an so einem Klingelschild, wo sind hier Fischer, ja, klingelst. Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Du kennst die Leute nicht, du weißt nicht, was Bibelkreis ist, du weißt nicht, was die mit dir machen. Kommst also hoch, gehst in die Wohnung. Was kriegst du als erstes mit? Das sage ich dir. Du kriegst, lange bevor du auch nur die Bibel das erste Mal aufschlägst, kriegst du mit, wie das Ehepaar miteinander umgeht, wie die mit ihren Kindern umgehen. Und du spürst instinktiv etwas von einer Atmosphäre, die im Raum ist. Und die Art und Weise, wie wir leben, unterstreicht entweder die Wahrheit des Evangeliums. Also sie unterstreicht die Tatsache, dass das Evangelium eine Kraft zum Heil jedem Glaubenden ist. Dass das Evangelium Gottes Dynamit ist, um die Schuld zu bezahlen, aber mein ganzes Leben zu verändern und aus mir einen Menschen zu machen, der wirklich liebt. Und das muss man spüren. Und wenn man das nicht spürt in meinem Leben, dann ist, und ich möchte jetzt niemanden, der sich frisch bekehrt hat, unter Druck setzen, aber jetzt sagen wir mal nach 30 Jahren, okay, einfach um es leicht zu machen. Wenn man das nicht spürt, dann ist da einfach an der Stelle was faul. Und deswegen, wenn Paulus hier schreibt, sie sind an der Bekräftigung des Evangeliums Mitteilhaber geworden, dann meint er damit, dass sie mit ihrem Leben die Wahrheit des Evangeliums unterstreichen. Du hast die kennengelernt, diese Philipper, und natürlich konntest du dich gut mit denen auch schon mal streiten, keine Frage, die wussten ihren Glauben zu verteidigen, auch darin sind die uns ein Vorbild. Ich möchte euch das gerne ans Herz legen, wenn ihr sagt, ah, das fällt mir manchmal so schwer, mich mit Leuten über meinen Glauben zu unterhalten, ich habe da so ein bisschen Angst, kümmere dich ein bisschen drum, es ist nicht so kompliziert. Lies 2, 3 gute Bücher, vor allem die Bibel, denk selber nach, mach dir einen Kopf. Leute stehen auf Leute, die was im Kopf haben, die einfach nachgedacht haben. Du darfst auch mal sagen, das weiß ich nicht, weil du bist nicht allwissend. Ist so, ich weiß vieles nicht, ich habe viele Fragen so zum Leben noch über. Aber du musst natürlich die entscheidenden Fragen, da wo es um den christlichen Glauben geht, kennen. Aber viel mehr noch wünsche ich dir, dass deine Art, mit Menschen umzugehen, eine Art des Evangeliums ist. So wie wir es später im Philipperbrief lesen werden, wandelt nur würdig des Evangeliums. Das Evangelium ist nicht einfach eine Botschaft. Es ist ein Lebensprinzip, was ich in uns verwirklichen möchte. Es ist eine Dynamik, die uns dahin treibt, Jesus immer ähnlicher zu werden. So wie es im Römerbrief heißt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Ja, wie so ein Kleid. Wo du, wenn du dieses Kleid übergezogen hast, dann sieht man nur noch das Kleid. Und so sollen wir Jesus Christus anziehen, dass wenn man uns sieht, man ihn sieht. Und das ist hier mit der Bekräftigung des Evangeliums gemeint. Letzter Vers, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Paulus sagt, hier, das ist eine Schwurformel, Gott ist mein Zeuge, das ist der einzige Zeuge, den Paulus anruft, Gott, dass er sich sehnt nach ihnen mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Ganz interessanter Punkt, weil wenn wir uns darauf einlassen, einander in Liebe zu begegnen, wo kommt diese Liebe eigentlich her? Ist das so? Na, der eine ist halt so ein bisschen netterer Kerl, der kann das ein bisschen mehr. Und dann, also ich bin immer der nicht so nette Kerl, vor kurzem, ja genau, ihr habt die Predigt vielleicht gehört, nach der Predigt beim Outdoor-Bibelcamp, da hatte ich gesagt, ich möchte mal ein weiser, alter, lieber Mann werden. Und da kam jemand zu mir danach und meint, du wirst weise werden und du wirst alt werden. Aber lieb wirst du nie. Also es gibt so die Charaktere wie mich, ja, wo ich sage, naja, stimmt, ich habe da schon ein bisschen meine Probleme damit.
Aber das ist nicht der Punkt. Das, was hier steht, ist, dass Paulus sagt, ich sehne mich nach euch mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Die Quelle der Liebe in mir ist nicht meine Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können, mein persönliches mich zum Menschen hingezogen fühlen, sondern die Quelle in mir dieser Liebe, mit der ich mich nach anderen sehnen soll, was normal ist, das ist die Liebe Christi Jesu. Es ist die Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Da, wo Gott sagt, hey, ich gebe dir meinen Geist, damit in dir die Frucht des Geistes gewirkt werden. Und was ist die Frucht des Geistes? Was steht da am Anfang? Liebe. Also, da kannst du fast, wenn du Galater 5 liest, die Frucht des Geistes, Liebe, Doppelpunkt. Und dann kommen Aufzählungen, die eigentlich alle darauf hinwirken, die irgendwie was damit zu tun haben. Aber mindestens gilt, Gott möchte in uns Liebe hervorbringen. Wir sehen das dann morgen Abend, wenn wir die nächsten 3 Verse uns anschauen, noch viel deutlicher, dass Paulus bittet für die Philipper, dass Liebe überströmt. Aber bevor wir uns Gedanken machen, wohin diese Liebe strömt, was diese Liebe alles durchdringt an Lebensbereichen in unserem Leben, müssen wir begreifen, dass es nicht eine Liebe ist, die wir aus uns rauspressen können. So nach dem Motto, na irgendwo in mir muss ein bisschen Liebe sein, dann drücke ich so lange, bis irgendwo ein bisschen Liebe rauskommt. Sondern, dass Gott seine Liebe in uns hineinfließen lässt. Und diese Grundlage, ich bin geliebt, Gott schenkt mir seine Liebe, ist das Fundament, auf dem ich wieder andere lieben kann. Wo ich sage, okay, ich habe sicherlich nicht, ich jetzt persönlich als Kind, ein Übermaß an Liebe erfahren. Aber das ist keine Ausrede dafür, dass ich jetzt wie so ein Liebesstoffel durch die Gegend renne und sage, Menschen sind mir egal. Weil ich bin geliebt. Und auf der Grundlage dieser ewigen Liebe darf ich andere Menschen lieben. Und das ist das, was Paulus hier tut und worin er uns ein Vorbild ist. Bis dahin.